Wie kann man die Fototan bei COMDirect aktivieren? Herzlich willkommen zu diesem Video. Auf dieses Thema möchten wir einmal Schritt für Schritt hier eingehen und euch das Ganze nochmal erklären. Die Voraussetzung zur Aktivierung ist allerdings, dass ihr zwei Geräte zur Verfügung habt. Also ein Smartphone mit der aktuellen COMDirect Fototan App und ein Gerät, mit dem man sich eben in den persönlichen Bereich einloggen kann. Dranbleiben, wir erklären euch das Ganze einmal genauer. Herzlich willkommen bei Geldbote. Hier lernst du, wie du Geld verdienen kannst. Unser Ratgeberkanal soll dir dabei helfen, das für dich passende Konzept zu finden, womit du in Zukunft dein Geld verdienen kannst. Ja, die Fototan ist eben notwendig, um hier überhaupt über COMDirect richtig agieren zu können. Wie bereits eingangs erwähnt, solltet ihr zwei Geräte parat haben, zum Beispiel zwei Smartphones oder ein Smartphone und ein Laptop. Weiterhin benötigt ihr noch den Aktivierungsbrief, der eine farbige Aktivierungsgrafik quasi beinhaltet. Empfehlenswert ist es als nächstes, die Fototan-App herunterzuladen. Diese ist natürlich kostenlos. Nach Installation der App einfach die App starten und den Einweisungen folgen. Hierbei sind folgende Schritte zu berücksichtigen. Einmal das Fototan-App-Passwort festlegen, dann die Zugangsnummer und die sechsstellige PIN eingeben. Anschließend die Aktivierungsgrafiken scannen und dann die Push-Benachrichtigung aktivieren. Die Aktivierungsgrafik, wie bereits erwähnt, erhaltet ihr als Aktivierungsbrief per Post. Um die Aktivierung eines Lesegeräts durchzuführen, einfach im persönlichen Bereich unter Verwaltung, PIN, TAN-Verwaltung, Fototan auswählen und nach Jetzt Fototan aktivieren, unten auf Aktivierung Lesegerät klicken, anschließend Aktivierungsbrief verwenden, bestellen und dann mit dem Lesegerät zuerst die Grafik auf dem Brief scannen, dann die Grafik, die auf dem Bildschirm angezeigt wird und den Bestätigungscode eintragen, anschließend auf den Button Übernehmen klicken. Das ist quasi die etwas kompliziertere Variante mit dem Lesegerät, aber wie gesagt, benötigt man das nicht zwingend. Wichtig ist ebenfalls in jedem Fall auf dem Smartphone oder dem Lesegerät eben die Eingabe unterhalb des Bestätigungscodes mit Weiter und dann mit Ja zu bestätigen. Das mobile TAN sowie Fototan-Verfahren kann so aktiviert werden. Auf diese Weise bleibt man eben auch sehr flexibel, auch bei einem Nummer- oder Gerätewechsel, also am besten wirklich beide aktivieren und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Das war es auch schon zu dem Thema Fototan aktivieren. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen, freuen uns über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst uns doch gerne auch einen Kommentar da. Wir werden versuchen, das Ganze mit euch gemeinsam zu lösen und bis zum nächsten Mal bei Geldbote.